Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, die Mandy. Heute in dem Video soll es der zweite Teil sein zum Fragen und Antworten Video über den Kinderwunsch. Ich will auch gleich loslegen, ich verplemper keine Zeit. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran und schaut euch an, wie es weitergeht. So, der zweite Teil zum Fragen und Antworten Video über den Kinderwunsch. Ich starte auch gleich mit der nächsten Frage und zwar: Hattet ihr Pausen in den Kinderwunschjahren? Waren sie sehr belastend oder haben sie gut getan? So explizit Pausen, dass wir gesagt haben, in dem Monat legen wir es überhaupt gar nicht drauf an, hatten wir nicht. Es gab aber Monate, wo ich gesagt habe, so wie es kommt, so kommt's. Wir haben immer mal Urlaube gemacht zwischendurch und das war für mich immer das Allerbeste, wo ich einfach einen Neustart machen konnte. Denn im Urlaub habe ich das Ganze einfach mal vergessen und habe nicht drüber nachgedacht. Wenn der Eisprung im Urlaub war, wusste ich das trotzdem. Ich habe aber mir dann nicht den genauen Tag gemerkt, sondern habe einfach gesagt, in der Woche wäre es mal nicht schlecht, wenn, weil da ist die heiße Zeit und gut war es. So ist das Ganze an einem vorbeigegangen. Und das war auch das, wo ich kopftechnisch als einzigstes wirklich Abstand zu dem Thema kriegen konnte. Sonst hatte ich das immer im Kopf. Also ich habe das nie geschafft, wirklich zu sagen, ich höre jetzt da mal komplett auf, drüber nachzudenken und schiebe das so sehr in den Hinterkopf, dass es nicht mehr da ist. Ich habe natürlich ein, zwei Kleinigkeiten gemacht, um mich abzulenken und das ist auch gleich die nächste Frage. Und zwar, was bzw. welche Situationen im Zyklus oder in der Kinderwunschzeit waren am schwersten und wie habt ihr sie gemeistert? Das ist eigentlich nicht die Frage, die ich gemeint habe, aber okay, dann beantworte ich die zuerst. Ich würde sagen, klar, also der erste Test war irgendwie echt unangenehm, weil man da so voller Hoffnung reingegangen ist und gedacht hat, jetzt lassen wir die Verhütung weg und jetzt werden wir bestimmt schwanger und wir waren dann im Urlaub. Und da hat es dann schon ab und zu mal im Unterleib geziebt und dann dachte man, als man nach Hause gekommen ist, wo ich auch noch 2 Tage überfällig war, oh, es hat geklappt und wir bekommen jetzt unser Baby. Und dann kamen die Tage und ich habe übelst die Unterleibsschmerzen gehabt und da war das Ganze schon mal rum ums Eck. Natürlich ist es noch nichts zu dem, was noch auf uns zugekommen ist, weil ich kann selber nicht sagen, wie wir das Ganze überstanden haben. Es war einfach eine so schwere Zeit, aber das wisst ihr ja auch. Ich habe da leider, leider kein Geheimrezept, wie man das besser überwinden kann. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Irgendwie haben wir die Zeit rumgebracht. Wir haben nach, also was schwer war, war, wo ein Jahr rum war, weil das ist so im Kopf, so wenn es im ersten Jahr werden, was weiß ich, 80-90% aller Frauen schwanger und als das Jahr dann rum war, da wurde ich schon echt nervös. Da habe ich dann schon Angst bekommen, weil irgendwie, was weiß ich, 60% aller Frauen nach 3-4 Monaten schon schwanger werden und nach einem Jahr irgendwann gilt man als quasi unfruchtbar. Und das war schon mal eine harte Zeit. Dann die Bauchspiegelung nach 2 Jahren war für mich auch ein harter Schritt, weil ich mich einfach aufschneiden habe lassen müssen für den Kinderwunsch. Und ich wurde noch nie operiert und es war alles sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr hart für mich, was ich da alles durchmachen musste quasi. Und dann natürlich der nächste Schritt zur Kinderwunschklinik, wobei es dann irgendwann gegen Ende, wo wir dann auch hingegangen sind, einfach nur so waren, dass ich am Resignieren war und dachte, es ist mir so egal. Wir gehen da jetzt einfach hin, da sind die Profis, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das waren, glaube ich, 2,5 Jahre ungefähr und wir wussten immer noch nicht, was Sache ist und wir dachten, jetzt müssen da endlich mal die Profis ran, weil wie lange sollen wir noch warten? So, was habt ihr oder du getan, um sich abzulenken? Also das Allergrößte und Allerwichtigste für uns war definitiv, dass wir gereist sind. Also wir haben immer wirklich im Jahr einige Urlaube gemacht und das war das Allerbeste für uns. Aber wir sind auch so Typen Menschen, wir wollen die Welt sehen, wir lieben Reisen und ich liebe es auch, mich darum zu kümmern, das Ganze zu organisieren. Die Safari in Afrika, Thailand, das Backpacking. Also wir lieben sowas einfach und das hat wirklich Energie gegeben. Am allermeisten wären die Urlaube nicht gewesen, weiß ich nicht, wie ich das hätte verkraften sollen, einfach, weil es einfach kurze Auszeiten waren. Zumindest etwas mit Abstand. Und das hat schon wirklich geholfen. Dann war es auch noch so,
dass ich eben die Akupunktur gemacht habe, die mir gut getan hat. Dann habe ich das Rauchen aufgehört, was auch gut war, weil das war endlich mal eine Sache, die konnte ich selbst steuern. Die hatte ich selbst in der Hand. Ich konnte etwas tun dafür, dass ich kriege, was ich will. Und das hat mir wirklich gut getan. Ich war dann natürlich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich wusste auch noch, es ist für eine gute Sache. Denn wenn man ein Kind haben will, wenn man schwanger ist, muss man eh aufhören zu rauchen. Und ich finde es eh nicht gut, wenn man Eltern ist und raucht. Deswegen, also das war für mich ein großer Erfolg. Das hat mich gepusht, das hat mir gut getan. Danach habe ich auch angefangen, mir so eine Uhr zu kaufen, wo ich dann quasi meine Fitness getrackt habe und habe angefangen abzunehmen. Ich habe in einem Jahr ca. 10 Kilo abgenommen, was mich auch wieder gepusht hat. Ich habe gelernt zu kochen und es war alles so ein bisschen, das hat mir immer mal wieder Aufwind gegeben zwischen den ganzen Sachen, die mich so niedergedrückt haben. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe. Dann habe ich irgendwann einfach gesagt, egal, ich warte nicht mehr, ich lasse mich jetzt tätowieren. Ihr wisst, ich habe darüber ja schon ein Video gemacht. Das sind alles Sachen, die habe ich geschoben und die habe ich jetzt einfach gemacht, weil wenn ich jetzt, wann dann? Und da konnte ich immer meine Aufmerksamkeit drauf legen. Ganz gegen Ende habe ich auch angefangen mit Meditation. Das hat auch echt gut getan, weil man einfach mal den Kopf ein bisschen ruhiger kriegt. Das war auch eine schöne Sache. Und natürlich, was mir auch hilft und geholfen hat, sind YouTube-Videos. Einerseits natürlich Leute zu schauen, denen es ähnlich geht wie mir und zu hören, wie die das erzählen, was die sagen. Und andererseits natürlich auch einfach selbst Videos zu drehen, weil A, ich rede es mir von der Seele und B, ich bekomme Feedback. Also das ist so schön und bis jetzt läuft es Gott sei Dank auch noch richtig gut, dass da jetzt noch keine großen Hater-Sachen gekommen sind, weil ich glaube, wenn davon zu viel kommt und es zu negativ wird, dann kann YouTube auch ganz schön nach hinten gehen. Sorry, dass ich jetzt so gezappelt habe, aber genau, bis jetzt tut mir YouTube echt noch gut. Es gibt mir viel Energie. Natürlich weiß ich auch, dass mir ganz, ganz viele abgesprungen sind, seitdem ich schwanger bin, weil es einfach Frauen gibt, die es nicht ertragen können, andere zu sehen, wie sie über ihr Glück reden. Und das verstehe ich voll und ganz. Aber es ist natürlich schon so, da bin ich ehrlich, man guckt drauf. Man sieht natürlich, wer ist da, wie viele gehen, wie viele kommen. Aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass ich den Weg gemacht habe und freue mich so sehr über den Austausch. So, das war's zu, was ich alles gemacht habe, um mich abzulenken. Die nächste Frage ist, wie viel hat Clomifen gekostet? Ich kann den Preis nicht mehr ganz genau sagen. Außerdem ist es ja auch so, dass man in den Zyklen, wenn man Clomifen nimmt, immer zum Frauenarzt geht, der eine Ultraschalluntersuchung macht oder mehrere Ultraschalluntersuchungen macht und einen Hormonstatus. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich so runterbreche, habe ich pro Monat ungefähr 50, 60 Euro gezahlt für einen Clomifen-Zyklus. Ja, das würde ich sagen, ist realistisch. Genau, so, wurdet ihr vom Frauenarzt zur Kinderwunschklinik überwiesen oder habt ihr das selbst entschieden? Also ich war ja in Behandlung bei den Clomifen-Zyklen, ich habe 3 Stück gemacht und der Frauenarzt hatte eigentlich den Plan, 3 Stück zu machen, dann einen Monat oder 2 Pause und dann nochmal 3 Zyklen zu machen mit Clomifen. Und wenn es dann nicht weitergeht, hat er gesagt, würde er mir definitiv empfehlen, in die Kinderwunschklinik zu gehen. Er hat mir auch eine Adresse genannt, mit der Kinderwunschklinik er ja zusammenarbeitet. Deshalb konnte ich ja die Monitoruntersuchungen, Zyklusmonitoruntersuchungen auch immer bei meinem Frauenarzt machen, was echt praktisch war. Und nach 3 Monaten Clomifen hat mich das so fix und fertig gemacht, dass ich erstmal gesagt habe, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr, ich nehme die Tabletten nicht weiter und ich habe keinen Bock mehr. Habe dann vielleicht einen Monat oder was gebraucht, um mich einfach zu sammeln und erstmal wieder irgendwie ich zu werden. Und dann habe ich zu meinem Frauenarzt gesagt, ich möchte bitte in die Kinderwunschklinik, ich möchte eine Überweisung haben. Mein Mann hat sich auch eine Überweisung ausstellen lassen. Das hätte er entweder vom Urologen machen können oder von der Hausärztin. Er hat es von der Hausärztin geholt. Und dann sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen und haben einen Termin ausgemacht. Ist es euch schwer gefallen, in die Kinderwunschklinik zu gehen? Und wie schwer war es für deinen Mann? Also, da wir ja sau spät erst in die Kinderwunschklinik gegangen sind, war es in dem Moment dann irgendwann einfach nur noch so, wir wollen es wissen. Wir wollen es einfach nur wissen, natürlich immer mit diesem Henkersmesser über einem, so nach dem Motto, das ist unsere letzte Chance. Wenn die nicht rausfinden, was los ist, dann klappt es nie.
Das ist eine Angst, die hat man einfach, wenn man in die Kinderwunschklinik geht. Aber es bringt nichts, wenn man sich von der beherrschen lässt. Denn das sind einfach Spezialisten, die wollen einem helfen und die checken einen nochmal richtig durch. Und von dem Gefühl habe ich mich dann auch versucht, leiten zu lassen. Weil man versinkt im Kinderwunsch relativ schnell, finde ich, in so depressive Phasen, die einen wirklich runterziehen und man dann nur noch das Negative sieht. Deswegen habe ich einfach nur noch gesagt, ich möchte, dass die mir helfen. Das sind die Profis und wir lassen alles andere irgendwie auf uns zukommen. Es war immer schon ein Stück weit Resignation auch mit dabei. Aber auch Hoffnung natürlich, weil man jetzt einfach nochmal weiß, das sind die Profis. Und mein Mann, dem ist es überhaupt nicht schwer gefallen. Der hat schon nach einem Jahr gesagt, wenn du möchtest, gehen wir dahin. Ihm hat es eher schwer gefallen, natürlich immer mich leiden zu sehen. Deshalb war es für ihn kein Problem. Also da habe ich wirklich Gott sei Dank einen, der sich da nicht anstellt, sondern der wirklich da ist. Wie oft musste der Mann in die Kinderwunschklinik? Musste er am selben Tag, wie der Eingriff ist, sein Sperma abgeben? Also rein theoretisch hätte er wahrscheinlich gar nicht mitgemusst. Was ich halt wichtig finde oder was wir wichtig finden, ist bei den Erstterminen, wenn man erstmal durchspricht und wenn man untersucht, also einmal muss er mit, um Sperma abzugeben, wobei ich glaube, das hätte ich auch mitbringen können, um erstmal zu besprechen, wie denn alle Befunde sind. Aber da finde ich, gehört schon, dass der Mann da mitgeht, weil das Kreuz müssen beide tragen. Da werden dann die Unterlagen durchgegangen und es wird erstmal besprochen, wie es weitergeht. Und bei den Eingriffen, also ich kann ja nur von der Insemination reden, war es so, dass der Mann eigentlich rein theoretisch gar nicht mit in die Kinderwunschklinik muss. Wenn man nicht länger als eine Stunde braucht, kann er auch zu Hause sein Sperma abgeben und es dann mit in die Kinderwunschklinik, also dass ich es einfach mit in die Kinderwunschklinik bringe. Aber die Qualität ist immer besser, meiner Meinung nach, wenn es frisch vor Ort abgegeben wird. Das war natürlich für meinen Mann jetzt nicht so die Mega-Situation, dort vor Ort Sperma abgeben zu müssen, aber da musste er durch, dafür musste ich über viele andere Sachen durch. Also von dem her, er muss überhaupt gar nicht mit, glaube ich. Aber besser ist es, wenn er vorbeikommt, weil man dann immer die beste Qualität hat. Genau. Ich weiß es jetzt nicht, wie bei IVF und ICSI ist, aber rein theoretisch glaube ich, dass man dann im Notfall auch einfach das Sperma von zu Hause mitbringen könnte. Und der Vorbehalt, ich möchte nicht wissen, ich weiß nicht, wie es andere machen und ich weiß auch nicht wirklich, ob das Fakt ist, aber könnte ich mir halt einfach vorstellen, weil der Arzt zu uns schon gesagt hat, für manche Männer ist es einfach zu stressig und dann sollen sie es lieber zu Hause machen, weil es bringt ja nichts, wenn man da ist und dann geht gar nichts, so nach dem Motto. Genau. So. Wie viele ICSIs musstest du machen? Ich musste gar keine ICSIs, Gott sei Dank, machen. Ich habe 3 Inseminationen hinter mir und wir haben eigentlich beschlossen gehabt, im nächsten Monat sofort mit der IVF zu starten und haben schon alles ins Rollen gebracht und ich hatte schon den Behandlungsplan und, nein, den Behandlungsplan hatte ich noch nicht, stimmt nicht. Ich hatte die Bestätigung von der Krankenkasse und wollte mir schon den Behandlungsplan holen und dann hat es ja auf einmal geklappt. Also wir sind irgendwie, aus was für Gründen auch immer, dran vorbeigeratscht und mussten diesen Schritt Gott sei Dank nicht gehen. Was hast du zum Stimulieren, zum Beispiel mit Clomiphen, noch zusätzlich eingenommen? Ich habe noch was genommen für einen Cervix-Schleim. Das waren so Zäpfchen. Jetzt bin ich natürlich voll unvorbereitet und habe vergessen, wie die heißen. Aber es waren so Zäpfchen für einen Cervix-Schleim, die ich genommen habe. Und die waren, glaube ich, auch für die Gebärmutterschleimhaut. Ich habe auch mit Tamoxifen stimuliert und nicht mit Clomiphen. Aber das könnt ihr euch alles in einem anderen Video anschauen, wo ich es erzähle. Und was ich genommen habe, ist Progestan in der 2. Zyklushälfte nach dem Stimulieren. Sonst habe ich keine Vitamine, nichts eingenommen, außer die ganze Zeit meine Folsäure und meine Schilddrüsentabletten. Wie viele IUIs oder IVFs hättet ihr gemacht, bis ihr an den Punkt gekommen wärt, aufzugeben oder eine Pause zu machen? Das ist auch eine sehr, sehr harte, schwierige Frage. Also ich muss sagen, jetzt am Ende, nach der letzten Insemination, wollte ich es ja nur noch wissen und wollte die IVF einfach nur machen. Und ich glaube, danach hätte ich eine Pause gebraucht. Danach hätte ich das Handtuch erstmal geworfen und hätte gesagt, ich kann gerade nicht, ich muss in Urlaub, ich muss hier weg, ich will gerade davon nichts wissen.
Und ich glaube aber nicht, dass der Zustand lange angehalten hat, weil man hat immer so Hochs und Tiefs und wirklich aufgeben, daran habe ich nie gedacht. Auch mein Mann niemals. Wenn ich dann da angefangen habe, von wegen, wer weiß, und vielleicht klappt das und das und das und das auch nicht, das wollte er nicht hören. Und er hat nie über andere Optionen reden wollen, weil er immer gesagt hat, das schaffen wir. Es ist egal, wie lange es dauert, es ist egal, was passiert, aber wir schaffen es und wir kommen zum Ziel. Und wirklich aufgeben, wann wir aufgegeben hätten, ich weiß es nicht. Wenn das Geld zu Ende ist, wenn die Psyche komplett schlapp macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was das noch für ein Weg gewesen wäre, wie weit der noch gewesen wäre, wie lang der noch gewesen wäre. Und deswegen kann ich da jetzt schwer was dazu sagen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, nach so und so vielen Versuchen machen wir dies und das, sondern das war wirklich immer so eine Gefühlssache. Und ich habe aber schon gemerkt, dass das wirklich Limit war zum Ende hin. Deswegen ist es auch eigentlich sehr, sehr komisch, dass ich in dem Monat überhaupt schwanger geworden bin. Aber naja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Wie viel hat eine Insemination gekostet? Und wie viel, das habe ich auch noch darunter. Und wie hoch ist der Selbstanteil? Also bei uns ist es so, wir haben die Krankenkasse nicht gewechselt. Es gibt noch ein, zwei Krankenkassen, die die Hälfte übernehmen. Bei uns ist, die das Ganze 100% übernehmen. Aber unsere hat nur die Hälfte übernommen und eine Insemination, also ein IUI-Zyklus hat bei uns ungefähr 100 Euro gekostet. Wieder mit allem, mit Medikamenten, mit Ultraschalluntersuchungen, mit Spermiogramm waren es ungefähr 100 Euro pro Monat. Aber es ist halt einfach so voll der Psychostress, wenn man da andauernd in irgendeine Stadt über, keine Ahnung, über eine Stunde hineiern muss, zurückeiern muss, arbeiten und das in der anderen Richtung. Und das ist schon echt eine Zerreißprobe. Also die Leute, die in der gleichen Stadt wohnen, wo die Kinderwunschklinik ist, die haben es wesentlich einfacher. Es war schon echt mordsanstrengend. Ich bin dankbar, dass ich bei meinem Kind, bei meinem Frauenarzt zumindest die Ultraschalluntersuchungen vorab machen konnte immer. So, wie viele oder wie oft kann man einfrieren und was hältst du von Plastozysten? Ich kann darüber natürlich jetzt nichts Ausgiebiges reden. Wir haben ja nur vorher schon mal besprochen, wie, was, wo. Ich glaube, es ist so, dass man einmal einfrieren kann und dann taut man immer nur nach Bedarf so viele aus, die man auch einpflanzen will. So habe ich es zumindest verstanden. Bei dem ersten Termin, zu dem zweiten Termin sind wir ja gar nicht gekommen. Und was ich von Plastozystenkultur halte, das ist sehr viel. Ich habe definitiv vorgehabt, nur Plastozysten zu nehmen, weil da zahle ich das Geld extra, weil meiner Meinung nach bringt das viel, viel mehr, wenn sie sich einfach schon weiterentwickelt haben und die natürliche Auslese stattgefunden hat, weil viele schaffen es einfach gar nicht bis in dieses Stadium. Und deswegen war es uns das auf jeden Fall wert und das wollten wir machen. Für den ersten, also für die erste, für den ersten IVF-Versuch hätten wir ungefähr 1700, 1800 bezahlt. Und dann wäre es einfrieren und die Blastus, glaube ich, nach oben drauf gekommen. Das habe ich jetzt aber auch nicht mehr ganz aus dem Schirm. Aber wir haben uns echt, also es hätte echt Geld gekostet. Aber man macht alles. Für ein Baby, für den Wunsch macht man alles. Und deshalb wäre uns das egal gewesen. Hast du während der Behandlung auf gesunde Ernährung geachtet? War auch eine Frage. Ich habe jetzt nichts an meiner Ernährung geändert. Ich habe euch ja am Anfang oder im ersten Video erzählt, dass ich allgemein meine Ernährung mal umgestellt habe, weil ich auch abgenommen habe. Und da war es einfach so, ich habe am Abend die Kohlenhydrate definitiv weggelassen. Und ich bin auch einfach vom Mensch her ein Fleischesser. Und ich habe auch gelernt, selber zu kochen. Und deswegen kocht man ja auch öfter schon frisch. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem Fertigprodukte mal gemacht habe. Gerne, wenn es mal schnell gehen muss. Also von dem her. Und sonst würde ich sagen, esse ich relativ gesund. Ich esse Obst, ich esse Gemüse und das täglich. Und von dem her wieder keine Vitamine und Ernährung habe ich auch nicht umgestellt. Hast du in dem Zyklus, als es geklappt hat, irgendwas anders gemacht? In dem Zyklus, als es geklappt hat, war nichts anders als vorher. Ich schwöre es euch, ich habe nichts anders gemacht. In dem Zyklus vorher habe ich erst mit Meditieren angefangen und war da sogar noch so guter Stimmung, dass es klappt und in dem Zyklus, als es dann, also den hat es ja nicht geklappt, als ich so meditiert habe und als ich so optimistisch war. Und in dem Zyklus, als es dann geklappt hat, war ich eigentlich mit dem Kopf schon wieder viel, viel weiter. Ich war fix und fertig mit den Nerven, weil das so ein Stress war, eben mit der Kinderwunschklinik Arbeit alles unter einen Hut zu kriegen.
und war im Gedanken einfach schon im nächsten Monat, als wir uns drauf, weil wir uns ja darauf eingestellt haben, in dem Monat, wenn alles gut läuft, die künstliche Befruchtung gleich mal zu starten, also die IVF. Deswegen, ich habe in dem Monat nie im Leben dran geglaubt, dass es klappt. Ich dachte mir einfach, wir sind mittendrin, das nehmen wir jetzt noch mit, aber ich glaube eh nicht dran. Und der nächste Monat, da habe ich meine ganzen Hoffnungen reingelegt. Also psychisch war ich so belastet, ich war so unter Stress und ich habe so gehofft auf den nächsten Monat. Und auf einmal hat es in dem geklappt. Also ganz, ganz komisch, weil es liegt auf jeden Fall nicht am Stress, meiner Meinung nach. Man kann sich so viel Stress machen, wie man will, man wird schwanger. Was natürlich ist, ich habe in dem Monat nicht dran geglaubt, aber ist das was Schönes, wenn man die Hoffnung aufgibt in dem Monat? Und auch das, das kann man nicht auf Knopfdruck. Ich habe nicht mit Absicht in dem Monat aufgehört zu hoffen. Irgendwo ein kleines Fünkchen im Kopf war auch immer noch da, aber das habe ich versucht so stillzustellen und zu sagen, nein, der nächste Monat, der wird's und da wird's auch klappen. Aber jetzt, ich habe keine Lust, ich möchte nicht drüber nachgrübeln, das habe ich schon gemacht in dem Monat. Also mich selbst gezwungen, mir keine Hoffnungen zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist oder ob es daran lag, kann ich auch nicht mir vorstellen, weil es gab immer Situationen, wo ich einfach so resigniert war wie in dem Monat. Ich kann es euch echt nicht sagen. Naja. Gibt es Dinge, die ich jetzt anders machen würde oder Untersuchungen, die ich schneller machen würde? Definitiv. Also alle Sachen, die ich gemacht habe, finde ich gut, dass ich sie gemacht habe. Ich finde nur, ich hätte wirklich nach 1,5 Jahren die Schritte gehen sollen in die Kinderwunschklinik. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, ich habe diese Zeit auch gebraucht. Aber im Nachhinein würde ich das Ganze nicht so viele Jahre aushalten wollen, sondern ich würde früher zu Profis gehen. Auch die Bauchspiegelung würde ich jetzt im Nachhinein gesehen, weil da habe ich auch wieder ein halbes Jahr rumgeeiert, bis ich es gemacht habe, würde ich früher machen, weil es ist letztendlich nicht so schlimm. Die Zeit geht vorbei und wer weiß, was wäre gewesen, wenn wir schon einfach 1,5 Jahre früher gegangen wären. Dann wäre jetzt vielleicht schon ein Baby da. Also um Gottes Willen, ich möchte mich nicht beschweren. Ich bin Gott sei Dank jetzt schwanger, aber es hätte vielleicht auch einfach schneller gehen können. Und da stand ich mir selber im Weg. Ich habe die Zeit wohl gebraucht, aber wenn ich zurückreisen könnte, würde ich mir selbst den Tipp geben, mach's früher. Wechsel früher den Arzt zu einem guten Arzt und mach die Untersuchungen schneller. Gibt es Dinge, die du gemieden hast, weil sie belastend waren? Da würde mir so jetzt nichts konkret einfallen. Auch habe ich immer noch bei YouTube mir Schwangerschaftsupdate und solche Sachen angeschaut, weil ich es einfach toll finde und weil es irgendwie schön ist und man kann hoffen und deswegen würde ich sagen, ich habe jetzt eigentlich nichts gemieden oder nichts weggelassen. Mir würde nichts einfallen. Es war viel belastend, aber es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Also das ist meine Meinung. Deshalb die letzten Fragen. Wie hast du es geschafft, über 3 Jahre positiv zu bleiben und nicht zu verzweifeln? Und wie hast du dich abgelenkt und aufgemuntert? Wie ich die 3 Jahre überlebt habe, habe ich euch ja selber schon gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze geschafft habe. Es war eine mega belastende Zeit. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht gewesen, an der einen oder anderen Stelle sich irgendwann mal therapeutische, psychologische Hilfe zu holen. Und wie das Ganze rumging, ich weiß es nicht. Ich bin dankbar, wie gesagt, dass wir viel reisen, dass wir Urlaub machen, weil hätte man diese kleinen Hochs nicht gehabt, die einem wieder Energie geben. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre und ich weiß selbst nicht, wie ich aus dem einen oder anderen Loch wieder rausgekommen bin. Man muss einfach schauen, was man gerne macht, so ein paar Hobbys machen. Wie gesagt, ich habe mich um meine Ernährung gekümmert, ich habe mich mehr bewegt, ich habe das Kochen angefangen, ich habe mir ein Tattoo besorgt. Also ich habe viele Kleinigkeiten irgendwie ausprobiert, um mich irgendwie abzulenken. Und vielleicht hat das auch geholfen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass eure Zeit nicht so lange und nicht so hart ist und ich hoffe, dass ihr ans Ziel kommt. Ganz, ganz wichtig, bitte nicht für immer aufgeben. Ich war auch an den Punkten, ich hatte viele Tiefs, aber irgendwie ging es immer weiter. Und das möchte ich euch auch sagen, egal wie tief ihr unten seid, es geht irgendwo irgendwie immer weiter. Und ich hoffe, für euch wird es nicht mehr allzu lange, ihr da draußen, die jetzt noch üben müsst und dass ihr bald auch einfach die frohe Botschaft bekommt. Genau. Das war eigentlich so das Wichtigste. Das war alles so, was ich sagen kann.
Und ich drücke allen da draußen, die noch hoffen müssen, die noch bangen müssen, die noch auf der Suche sind nach dem, was los ist, dass sie ganz, ganz bald, ganz, ganz schnell Erfolge sammeln. Und Leute, versucht euch natürlich etwas abzulenken mit Sachen, die euch gut tun, tauscht euch aus. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ich ende jetzt hier mit dem Video, weil es auch schon wieder fast eine halbe Stunde geht. Wer nichts mehr verpassen will, der darf mich nun gerne abonnieren. Aber ihr wisst natürlich Bescheid, ich bin jetzt schwanger und ich werde natürlich auch viel über meine Schwangerschaft reden, weil das ist mein größter Wunsch gewesen und den habe ich jetzt Gott sei Dank erreicht. Und bis jetzt schaut alles gut aus und genau, deshalb, darum geht es jetzt natürlich in meinem Kanal vorwiegend. Ich sag danke fürs Reinschauen und wie gesagt, ich drücke euch allen die Daumen. Ganz, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao!